Ja, und willkommen zu meinem ersten Video, das ich im neuen Jahr aufnehme. Bei mir ist heute der 2.1.2021, Samstag. Was mich voll ärgert, aber das ist eine andere Geschichte. Obwohl, eigentlich kann ich es euch erzählen. Also, ich habe vor ein paar Jahren ja meine Weisheitszähne gezogen bekommen. Und im Zuge dieser Geschichte sind meine Zähne voll angegriffen worden von dem Ding. Warum ich meine Weisheitszähne ziehen lassen musste, war nicht, weil ich sie schlecht geputzt habe, sondern schlicht und ergreifend, mein Kiefer ist ein bisschen zu klein gewesen für Zahnbürste. Und dann habe ich die Weisheitszähne nie erwischen können. Also ich hätte die selbst mit noch so viel Mühe, hätte ich die nicht putzen können. Und dadurch sind die dann, habe ich dann halt da Löcher bekommen. Und dann hat es erst geheißen, man muss die Löcher flicken. Dann hieß es plötzlich, die müssen raus und ja. Und durch diese Tatsache ist dann die dann drauf folgende Zahn jeweils von den beiden oberen hier ein bisschen angegriffen. Immer noch. Also wenn man da drauf fest, was ich jetzt nicht mache, dann ist es so ein bisschen rau. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Löcher oder irgendwas wäre, sondern einfach die der Zahnschmelz ist ein bisschen angegriffen. Und ja. Und deswegen benutze ich jeden Freitag immer dieses Elmex Gelee. Das ist widerlich ohne Ende. Und jetzt habe ich es die zweite Woche hintereinander vergessen, weil ich durch diese ganze Geschichte mit Weihnachten und Neujahr voll aus dem Rhythmus rausgekommen bin. Und ja, jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen drüber. Ja, aber das ist jetzt nicht das Einzige, was ich euch erzählen wollte. Nämlich, wenn wir schon bei dem Thema sind, Gesundheit, ja, wollte ich euch gerade was dazu sagen, noch so einfach. Eine nette, nein, eigentlich nicht nett, aber einen kleinen Tipp von mir. Ja, wisst ihr was, jetzt machen wir machen mal ganz kurz Pause, weil ich muss euch dafür zwei Sachen zeigen und die habe ich gerade nicht mitgenommen. Ja. Vorbereitung ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Oh, ich habe mir gestern die Haare gewaschen. Ich habe das Gefühl, dass die aussehen werden, wie ich das auch sehe, wie ein Bischof. Das tut mir leid. ja, also ich, ja, da. Da ist so. Also bis gleich. Ich bin gleich wieder da. Ja, also wenn wir dabei sind, dann habe ich jetzt was geholt. Das ist es. Das ist mein Gelee. Wartet. So. So sieht es dann aus. Ja, schmeckt grauenhaft. Benutzt man einmal die Woche, stärkt den Zahnschmelz. Tut es aber wirklich. Also ich hatte danach echt immer so das Gefühl, dass der Zahnschmelz viel besser ist. Ja, gell? Was hat Mami hier alles angeschleppt? Das kennst du gar nicht. Oh, ne, Leochen? Das ist... Oh, interessant. Du magst Algen. Hätte ich nicht gedacht. Gut. Aber ich dachte mir heute mal, ich nehme euch auch mal mit in meine absoluten Lieblingsprodukte, die ich so benutze für meine Pflege, für meinen Körper, für mein Ding und für das alles. Und ja... Nicht, geh mal weg von meinem Heat. Ich habe gerade ein kleines Problem. Natur zieht Natur an und mein Kleiner, der liebt natürliche Dinge. Und jetzt nehme ich sie ihm aber mal ganz schnell weg, weil jetzt langsam, ja, das ist jetzt sucht man danach. Gut, der ist es auch nicht gewöhnt, dass hier so viel liegt. Also, wir machen mit Mundpflege weiter. Für die Zähne zum Zähneputzen nehme ich das hier. Elmex Professional. Elmex Caries Schutz Professional, weil da ist viel mehr Fluor drin und dadurch werden dann die Zähne ein bisschen besser geschützt und das hat mir wahrscheinlich meine Zähne nach der Geschichte mit den Weisheitszähnen echt gerettet. Also ist zwar echt ein bisschen viel teurer, ein bisschen arg viel teurer als normales Elmex, aber schmeckt dafür. Aber das Ding ist, an dem Punkt der Geschichte, ich bin natürlich Elmex-Nutzerin, seitdem ich ein kleiner Stepfkopf bin und deswegen finde ich Elmex natürlich immer, dass es immer besser schmeckt. Dann, weil ich für mich, das ist jetzt wirklich so eine persönliche Sache, ich habe das Problem, ich liebe dieses Elmex, aber ich habe das Gefühl, wenn man das aufträgt und hat man hier so oder so macht, immer so ein ganz, ganz raues Gefühl auf den Flächen. Und darum mische ich immer ein bisschen Zahncreme. Ja, ich bin Dr. Misch Zahncreme. Und zurzeit nehme ich hier, die Colgate mit 8 Kräutern. Kann ich nicht weiterempfehlen. Kann ich gerade echt nicht weiterempfehlen, weil die ist jetzt nicht so mein Ding. Also
Großartiger Geschmack und frischer Atem ist total die Fake News. Also das stimmt so überhaupt nicht. Aber es hilft, dass es halt nicht dieses raue Gefühl gibt. Und dafür alleine nutze ich sie. Also ja. Dann als nächstes machen wir doch weiter mit Körper. Frisch gebadet, frisch geduscht. Kann ich euch auch heute mal erzählen. Womit machen wir jetzt weiter? Badezusatz oder? Ja, machen wir mit Badezusatz weiter. Ich bade grundsätzlich, weil ich den Duft einfach am allerbesten vertrage, in Kneipp. Warum habe ich hier so eine Spiegelung? Na gut, jetzt wird es ein bisschen besser. Ja gut, hier in diesem Kneipp hier. Und das ist Kneipp, Zeit für Träume und es riecht so gut. Ich liebe es. Es riecht so nach Lavendel und ein bisschen nach was Blumigem und es ist echt toll. Ja, und darin bade ich immer. Und mein Problem, wenn es Zeit für Träume ist und der Lavendelduft mich müde macht, ersaufe ich fast jedes Mal. Also, es ist wirklich so, ich habe meine Mutter, ich sage meine Mutter immer, ich gehe jetzt in die Badewanne und so nach 15, 20 Minuten ruft sie, also weil ich oft so mindestens eine Stunde da drin rumliege, ruft die dann mal an, damit ich dann wieder so wacher werde. Aber inzwischen ist es nicht mehr nötig, weil jetzt habe ich meine CD, meinen Lautsprecher und jetzt höre ich Musik und da habe ich mir eine Playlist zusammengestellt, die immer in gewissen Intervallen plötzlich ein Lied hat, das hochgeht, damit ich dann aufwache. Hilft. Ein kleiner Tipp von mir, wenn man wach bleiben will. Man braucht nur eine Playlist mit ruhigen Liedern, damit man arbeiten kann und dann aber was, was hochgeht vom Ding, wie zum Beispiel 50 Cent oder Eminem, Drake. PDD ein bisschen, aber das funktioniert nicht so gut. Und ja, und dann wird man wieder wach. Alternativ, wenn es das mal nicht gibt, das ist nämlich oft der Fall, nehme ich das da zur Zeit. Das habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt und das ist nur noch Lavendel. Also da ist tatsächlich außer Lavendel nichts drin. Einziges Manko ist, hier steht langanhaltender Schaum, das stimmt auch nicht wirklich. Aber also viele Sachen, die auf so Sachen draufstehen, sind nicht wahr. Das riecht anders als letztes Mal, als ich es aufgeschraubt habe. Interessant. Entschuldigt, das ist. Ich habe irgendwie zur Zeit, ich habe gemerkt, dass die letzten paar Tage bei mir in der Nase irgendwas anders ist. Klingt jetzt total komisch, aber ist echt so. Ja, dann machen wir jetzt weiter, wenn man. Nachdem alles einmal abgewaschen ist, dusche ich grundsätzlich nochmal. Oder wenn ich mich abwasche, nehme ich immer Palmolive. Weil Palmolive mit Olivenöl, das hilft unglaublich gegen trockene Haut. Und ich neige etwas dazu, trockene Haut zu haben. Warum erzähle ich euch gleich, das kriegt ihr auch noch mit. Und ja, das ist dann mit Olivenduft und das ist auch toll. Das habe ich vor vielen Jahren mal, hat meine Mutter mal einen Brief an Palmolive geschrieben und hat das dann dazu geschickt bekommen. Ich habe es getestet, habe es geliebt, benutze es seitdem. Dann mein Allrounder, weil das ist so der Abschluss. Immer wenn ich in der Badewanne war, gehe ich danach, gehe ich mit dem, tue ich mich mit dem hier waschen. Mann, das sieht man ganz schlecht nur den Namen, weil es so spiegelt. So, jetzt. Jetzt sieht man den Namen etwas besser. Und ja, das ist Nivea Öl. Das ist echt, es ist rein fettiges Zeug. Da kannst du, danach rutscht du auch in der Badewanne rum, dass alles spät ist. Da kannst du Schlittschuh fahren in der Badewanne. Aber deine Haut ist weich wie Babypo. Weich wie Babypo. Das sage ich euch. Ich habe noch nie Babypo angefasst. Deswegen, eigentlich kann ich das nicht beurteilen, fällt mir gerade auf. Aber es ist weich. Es ist unglaublich weich. Also ich merke schon einen Unterschied. Und ich merke auch vor allem, wenn ich vergesse, nach dem Palmolive noch das dazu benutzen, beim letzten Abwaschen, dass ich dann tatsächlich dazu neige, dass meine Haut aufspringt. Also ich habe dann oft so leicht aufgesprungene Haut. Das ist nicht schön. Aber nicht so, dass es dann irgendwie wund wäre und aufgesprungen, aber halt einfach aufgesprungen. Nachdem wir jetzt den Körper abgeschlossen haben, gehen wir jetzt zu den Haaren. Und jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, wo ich euch sagen muss, ich reg mich da gerade furchtbar auf, wirklich furchtbar auf, weil ich habe zwei Produkte, die ich immer grundsätzlich genommen habe bis jetzt. Und das eine ist das hier, das ist Veleda Calendula Shampoo und Ding. Und hier steht drauf, mild zu den Augen.
Ich gebe euch einen Tipp fürs Leben. Und das ist wirklich ein Tipp aus reiner Freundschaft und aus Zuneigung. Kriegt es nicht in die Augen. Das Zeug brennt wie Hölle. Also es brennt wirklich derben. Und es ist ein bisschen besser geworden. Früher durften wir uns auch nicht an irgendwelche Weichteile bringen, weil das hat auch unglaublich weh getan. Also da bin ich echt teilweise dann stundenlang wie so ein Krebs rumgelaufen. Das war nicht schön. Oh Gott, wie sonst? Oh Gott, das sollte ich nicht erzählen. Das ist wirklich so, was man nicht erzählt, fällt mir gerade auf. Aber ich bin halt so, ich erzähle euch das. Ich bin ein offenes Buch und ich weiß leider Gottes nicht, was man nicht erzählt. Bis ich es dann gesagt habe und dann überlege, das sollte ich nicht zu sagen. Ja, dumm gelaufen für mich. Aber jetzt ist es halt drin. Ja. Und das ist echt toll, das riecht gut, ist nicht irgendwie, ist auch gut in der Handhabung und ich muss auch sagen, ist sehr ergiebig. Also 200 Milliliter reichen bei mir für viele Wäschen. Da kann man sich lange damit waschen. Ist aber eben leider auch etwas teuer. Naja. Qualität hat seinen Preis. So sagt mein Papa immer. Und jetzt kommen wir mal zu dem hier. Das ist mein Syos, mein Conditioner. Weil diese Haare hier, das ist echt ein Grauen. Wenn ich die nicht mit diesem Conditioner, dann gehen die so auseinander. So, und dann sieht es aus wie so eine riesengroße Matte, wenn es mit diesem Conditioner gespült wurde. Ja. Eigentlich habe ich ja einen anderen gehabt. Ich hatte immer den rosanen von Syos, der gegen Frizz, damit die Haare nicht so verkräuseln. Den finde ich aber nirgendwo mehr. Jetzt muss ich den da nehmen und den habe ich jetzt dann nehme ich jetzt schon eine ganze Weile. Und jetzt dann war er eine Weile lang weg und da waren früher 500 Milliliter drin, jetzt sind es nur noch 440. Also die haben da ganz schön 60 Milliliter rausgeholt. Aus der Flasche ist da jetzt weniger drin. Dafür ist die Flasche jetzt recycelbar. Oder ja. Und zweites Ding, ich habe die gestern, habe ich den seit langem erst mal wieder benutzt, weil ich habe noch eine alte Flasche. Der riecht nicht mehr wie früher. Er hat seinen Duft geändert. Also ich muss mal gucken. Ist für mich immer so eine Sache, wenn sich der Duft ändert. Ich mag das ja gar nicht. Ja, dann etwas, was leider hier in Deutschland nicht erhältlich ist. Also da braucht ihr Nepalesen oder die Leute, die in der Gegend irgendwie sind, um das zu kriegen. Ist noch als Abschluss, wenn man irgendwie was hat, so eine Wunde, die so eine kleine Schürfwunde oder irgendwas, dann nehme ich immer gerne die Himalaya-Salbe. Die bringt mir mein großer Bruder immer mit und die nehme ich dann halt. Und zurzeit nehme ich die auch, weil ich habe da gerade so ein Projekt. Ich habe an meinem Körper, ich habe da so einen komischen Dinger, ich weiß nicht, wie ich die beschreiben soll. Und seitdem ich das da drauf mache, geht der mit jedem Tag irgendwie mehr weg. Also funktioniert. Das Zeug funktioniert. Wenn es funktioniert, ist egal. Ja, gut. Und jetzt, nachdem wir meinen Körper von oben bis unten, jetzt wisst ihr, nach was ich rieche. Ihr könnt jetzt ungefähr wissen, nach was ich rieche. Gehen wir jetzt zu innen. Wisst ihr was? Nein, das machen wir jetzt anders. Wir haben jetzt meinen Körper von außen betrachtet und jetzt machen wir einen Schnitt und machen ein zweites Video und dann erkläre ich euch mal so zwei, drei Sachen, die ich bei mir kaufe und bei mir wichtig sind und die mir wirklich helfen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was benutzt ihr so für Pflegeprodukte? Was ist für euch so das Top-Ding und was würdet ihr am liebsten unendlich haben? Und ja, schreibt mir auch gerne, wenn ihr einfach Fragen sonst irgendwelche habt. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Entschuldigt, das ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Oder eben einfach, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.